Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr nach der Sommerpause wieder alle hergefunden habt. Ich hoffe, ihr habt den Sommer alle genutzt, das schöne Wetter, und habt euch gut erholt. Jetzt ist ja wieder das richtige Wetter, um sich mal wieder reinzusetzen, sag ich mal, und spannende Vorträge zu lauschen. Genau. Wir haben heute einen Vortrag, der kurzfristig ausgetauscht wurde. Eigentlich sollte ja ein Vortrag zum Reverse Engineering stattfinden. Das hat leider nicht geklappt. Der Michael ist freundlicherweise eingesprungen und hat noch ganz schnell was vorbereitet für heute. Ich glaube, es wird trotzdem gut. Er hatte ja du hattest den Vortrag schon mal so in der Richtung gemacht. Ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht und habe ein paar Folien recyceln können. Einiges dazugekommen, ja. Aber... Und außerdem weiß er, was er macht. Also meistens zumindest. Nein, also... Ich denke, wird einen guten Einblick geben heute. Das Thema wird NMAP sein, nur ein Portscanner, Fragezeichen. Also sicherlich NMAP sollte den meisten bekannt sein als Portscanning-Tool, aber der Michael wird heute mal zeigen, dass damit doch noch deutlich mehr geht. Erstaunlich viel sogar. Ne? Wenn wir mal schauen zum Schluss, genau. Genau, und dann zum Organisatorischen vielleicht noch. Also wir haben es ja jetzt dieses Jahr so gemacht, dass wir jetzt erstmal, sage ich mal, so mehr oder weniger die Vorträge organisiert haben. Wir würden das aber ganz gerne breiter streuen, sage ich mal. Ne? Also deswegen ist es umso schade, sage ich mal, umso trauriger, dass der Vortrag heute vom Studenten ausgefallen ist mit dem Reverse Engineering. Also das wäre eigentlich erstrebenswert aus meiner Sicht, dass man da im nächsten Jahr mehr hinbekommt. Ne? Also es soll ja von uns allen für uns alle sein. Insofern können wir da im Nachgang nochmal diskutieren, denke ich, wie wir das im nächsten Jahr vielleicht gestalten können, wenn da Interesse besteht weiter. Ja, und zweiter Punkt, da hat der Michael mich nochmal drauf hingewiesen mit den Videoaufnahmen. Also wir haben es ja bis jetzt so gemacht, dass wir die Videoaufnahmen halt vom Vortrag machen, dass wir die Diskussion aber rausschneiden. Das wollen wir eigentlich auch weiter so machen, weil der Hinweis kam, dass es beim einen oder anderen vielleicht nicht ganz rausgeschnitten worden ist, die Diskussion. Das ist ja dann auch wieder so eine rechte Frage, Bildrecht und so weiter, ne? Datenschutz. Also das aus der Diskussion wollen wir uns eigentlich raushalten, und das ist natürlich auch eine andere Diskussion, wenn wir die offline führen. Insofern denke ich, ist es eine gute Sache, wenn wir den Vortrag aufnehmen, genau. Aber sonst unter uns sind. Gut. Genau. Mia, dann gebe ich dir das Wort. Da freue ich mich schon. Ja, viel Spaß. Ja, NMAP nur ein Portscanner, Fragezeichen. Das lässt natürlich ja an, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Wir wollen uns das zum Schluss anschauen. Wir fangen aber natürlich erstmal an, vorher ganz kurz, der klickt nicht, jetzt klickt er. Wer bin ich? Ich bin Michael Böck, ich bin Pentester. Ich teste also Stifte den ganzen Tag. Ich arbeite bei der T-Systems Multimedia Solution, da wo der Alex arbeitet, da wo auch der David arbeitet. Ja, ist gut, ich... Hör jetzt auf. Wir wollen aber trotzdem mal vorab ein paar Grundlagen checken. Das ist ganz wichtig, damit wir verstehen, wie so ein Portscanner funktioniert, um danach auch nochmal zu gucken, was man weitermachen kann. Wir sind alles Profis. Ich weiß, dass ihr das alles kennt, deswegen halte ich mich ganz, ganz kurz. Wir gehen es trotzdem mal durch. Drei-Wege-Handschlag in einem TCP-Verbindungsaufbau geht los mit dem klassischen Sync. Der Client spricht einen Sync zu einem Port aus. Ich sage einfach mal, du bist jetzt mein Server, du kriegst einen Sync von mir auf einen bestimmten Port. Der Port ist dabei ein Teil der Netzwerkadresse. Also die IP, du hast die IP 1, Port 1, 1, 1 und dann kriegst du einen Sync. Gibst du mir zurück, ach, da ist noch was, ein Sync Acknowledge, und dann sende ich dir nochmal ein Acknowledge und danach kriegst du Daten von mir. Sind wir beide glücklich. Mal abspeichern. Sequenznummern sind natürlich auch wichtig, ganz kurz, hier gibt es die Sequenznummer X, die wird um 1 erhöht in einem Acknowledge-Package, gibt es nochmal Sequenz Y, das ist aber nicht ganz so wichtig, aber dass wir es auch mal gesehen haben, viel wichtiger Sync, Sync, Eck. Verbindungsabbau, auch mal kurz speichern, entweder du oder ich mache jetzt mal mein Beispiel, ich sende dir einen Fin, du sendest mir einen Acknowledge und auch einen Fin, und ich sende dir dann Acknowledge zurück, ist die Verbindung abgebaut. Nicht zu verwechseln, kommen wir jetzt zu dem RST-Paket. Hier nochmal kurz Verbindungsanfrage, Verbindung darf aufgebaut werden, Verbindung wird aufgebaut und bestätigt. RST heißt einfach nämlich nur entweder technische Störung oder einfach abgelehnt.
Fin heißt, die Verbindung wird beendet und der Prozess oder die Ressourcen werden freigegeben. Das ist ein wichtiger Unterschied, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Das ist unschön mit der Maus hier. So. Kommen wir zum Nmap. Nmap kriegt man über nmap.org. Ganz interessant, die haben nicht nur eine generierte Übersetzung, sondern die haben ein echtes deutsches Handbuch. Auch auf der Webseite. Das liest sich sehr gut. Da kann man tatsächlich mal ein bisschen Informationen rausholen, wenn man doch mal zu irgendwelchen Optionen oder Schaltern mal Fragen hat. Natürlich kann es auch auf Englisch machen, klar. Aber es liest sich, also ist gut. Wir fangen mal an, klassischer Nmap-Befehlsaufbau, das kennt hier jeder. Wie ist es hier? Nmap und eine IP hinschmeißen. Wir hoffen denn, dass das irgendwie passiert, dass da irgendwas rauspurzelt. Das ist okay. Das sind aber tatsächlich Nmap-Befehle, die wir so benutzen bei uns in der Praxis. Das ist ein ganz klassischer Nmap-Befehl. Wir kommen da nachher nochmal zu, was jeder einzelne, oder was das wirklich bedeutet und warum wir das so kompliziert machen. Es hat aber wirklich, ja, natürlich Gründe, sonst würden wir es nicht machen. Ich nerv euch ein bisschen mit Theorie, das tut mir leid, aber wir müssen darüber sprechen, denn dazu gibt es nachher auch noch eine Geschichte. Also wir machen wirklich erstmal so ein bisschen Grundlagen. Scanarten, Punkt 1. Wenn wir ein klassisches Linux haben, sind als normaler Benutzer dabei und machen den Nmap 127.0.0.1, dann sendet der Nmap echte TCP-Verbindungsaufbauten. Also Syng, Syng, Egg, Egg. Richtig, den echten Connect. Er nutzt auch, weil er selber das nicht darf, das Nmap, den Betriebssystem-Connect-Aufbau. Das heißt, die Verbindung wird danach beschlossen, es kommt das Fin, es kommt das Fin Acknowledge, wie auch immer. Also es wird richtig sauber aufgebaut. Das ist, sind ja mindestens 5 Pakete und ist eine ganze Menge Traffic. Dann gibt es den Sync-Stealth-Scan. Das ist klassisch, wenn ihr euch in Kali installiert, seid ihr meist root und ihr sitzt da, den Nmap und die 127.0.0.1, dann habt ihr dort einen Sync-Scan. Das heißt, er sendet in Sync, wartet auf das Sync-Acknowledge und danach macht er nichts mehr. Heißt, dass auf der anderen Seite der so ein bisschen darauf wartet, dass ihr mal ein Acknowledge vorbeischickt. Hier ist so ein kleines Sternchen dran. Dabei ist wichtig zu wissen, manche Betriebssysteme senden trotzdem nach dem Acknowledge nochmal ein RST-Paket. Das kommt nicht vom Nmap, deswegen findet ihr es in der Nmap-Doku nicht. Wenn wir uns einen Wireshark anmachen, das machen wir vielleicht nachher nochmal, werdet ihr das sehen. Es wird also Syn gesendet, du schickst mir das Acknowledge und dann macht das Betriebssystem von da hinten irgendwo, kriegst du ein RST. Meist verwirrst du es. Aber auch das ist wichtig. Ping-Scan ist uninteressant. Naja, als uninteressant ist es nicht, da werden halt Pings gesendet, wie so ein Ping-Swap, um zu gucken, welche Hostings alle sind da. Das ist interessant, wenn man sehr, sehr viele, sehr große Netze scannt. Okay. Wir haben jetzt so ein bisschen über TCP geredet. UDP. Ist irgendwie doof. Da haben wir keinen Handschlag. Da wollen die irgendwie gleich Daten haben. Das vergessene Protokoll, das wird wirklich häufig vergessen. Es passiert gerne mal, dass irgendwie ein Scan so gemacht wird und dann kommt zum Schluss raus, da waren auch Wochen. Fangen wir mal an, was haben wir UDP? Erst irgendein. Siehst du? Oh, DNS, geht gut los. TFTP, Port? Sehr gut. Leute, komm, komm, komm. SIP-RTP. Bitte? SIP-RTP. Sehr gut. SIP-Port? Jawohl. SNMP, das ist dieses Simple Network Management Port. Der ist total cool, weil da findet man echt viele Daten. Du warst? Ja, das gerade gesagt. Das war voll richtig. Cool. Syslog ist tatsächlich so, 514. Kann man benutzen, wenn man Spuren verwischen will, indem man die voll bombardiert und die Logfile wird so groß und irgendwo ist ein Eintrag drin, wo du den Schaden gemacht hast und der Rest ist nur Dreck. Klappt gut. NTP. Was ganz tolles NFS. Leute, ich sag euch, QNAP oder so ein Synology-Ding, wenn du das irgendwo im Netz findest, mach einen NFS-Scan drauf. Guck mal so, mit Show Mount ist da nicht was. Geht immer. Naja, häufig. DHCP. 6768. Ja, also das gibt schon einige Ports. Dann haben wir noch den IKE, den Verbindungsaufbau oder den Schlüsselaustausch für IPsec auf 500. Den findet man sogar häufig im Internet richtig verfügbar. Also
ganz so vergessen dürfen wir dann UDP doch nicht. So, kommen wir mal wieder zurück. Wie funktioniert denn das, wenn ich da irgendwie nicht Verbindung aufbauen kann? Nmap schickt einfach mal ein leeres Paket hin. Also eigentlich nur den Header, weil der Datenteil ist halt leer, also ist halt nichts drin. Und dann hat man entweder Glück und es kommt was zurück. Dann weißt du, der Port ist offen. Das ist schön. Dann hast du vielleicht Pech und es kommt ein ICMP Unreachable zurück. Wobei Pech ist da gesagt, eigentlich ist es auch gut, weil da hast du wenigstens eine Rückinfo. Dann weißt du, der Port ist geschlossen. ICMP Unreachable ist das Problem, diese Rückantworten sind limitiert auf eine pro Sekunde. Klingt gar nicht mal so wenig, ist aber das Problem, weil Nmap dann langsamer wird und jeden Port nur einmal pro Sekunde scannt. 65.535 Ports sind 18 Stunden. Also für einen Port, für einen Host, alle Ports UDP brauchst du mal eben fast einen Tag oder einen Arbeitstag oder zwei, auch wieder rum. Also 18 Stunden ist eine ganze Menge. Der merkt sich dann aber also pro angefragten Host jetzt, du fragst ihn an, er merkt sich, dass er dir ein ICMP Reachable geschickt hat und du darfst, deswegen schickt er dir nur pro Sekunde ein. Ja, das ist richtig. Genau. Schön ist auch, sehr häufig werden häufig Antworten offen. Genau. Also manchmal hat man das Problem, dass einfach gar nichts kommt. Da scannst du einen Host, da ist irgendwie eine Firewall zwischen oder irgendwas und die verwerfen diese ICMP-Pakete. Ja, dann sitzt du natürlich da und wartest ewig. Da kommt gar nichts. Deswegen sendet Nmap gerne die Pakete mehrfach. Und irgendwann, ich sage mal nach 3 oder 4 Versuchen, sagt er, ja, der Port ist scheinbar nicht verfügbar, ist zu. Das heißt, diese 18 Stunden können sich gerne nochmal vervielfältigen. UDP-Scans sollte man wirklich auf bekannte Ports reduzieren. Wir hatten vorhin eine schöne Zusammenfassung, viel mehr wären es auch nicht. Also wenn ich irgendwo in ein großes Netz gehe, dann sind das so Top-Ports 25, Top-Ports 100 manchmal, aber 25 so das, was wir hatten, NFS, SIP, SNMP, NTP, das, was so ein bisschen Spaß bringt, das scannt man dann, um was zu erreichen. Gut, also ja, vergessen, ja, ist aber trotzdem wichtig. Es geht weiter, tut mir leid, Leute, aber wir müssen da durch. Schätzt mal, wie lange dauert ein Portscan von 1000 häufigsten Ports? Also einfach hier ganz klassisch den Sync-Scan oder auch von mir aus könnt ihr auch den hier testen, den TCP-Connect-Scan. Gegen eine IP in einem hier internen Netzwerk. Zahlen, wir sind hier interaktiv, ich möchte nicht nur euch was vorzählen, wir machen das zusammen. Alex. Okay, wir haben keine. Das ist natürlich nicht falsch, hat er recht. Geh mal davon aus, wir haben eine dicke Bandbreite, ich weiß nicht, ist halt Internet, Interconnect ist das hier, also genug. 1000 Ports, 8 Minuten mindestens. Mhm, paar Minuten. Du bist dran jetzt. Ich nehme euch jetzt ran, wir sind hier, das ist ein Seminar. 1000 Ports. 10 Minuten. Okay. Ein noch? Ne, euch beide nehme ich nicht, ihr seid mir dazu. Jensi? Das ist gut, dann brauchen wir nichts sagen. So, Time kennt jeder hoffentlich. Achso, hatten wir jetzt über SL, also über den Sync-Scan oder den TCP-Connect-Scan geredet? Eure Zahlen so? Einigt euch mal so, sagen wir mal einen Sync-Scan. Gehen wir mal einfach ran. So. Ach, wie war denn diese IP noch? Warte mal ganz kurz. Keine Parameter, also keine Timing-Optionen oder sonst was. Also 10 Minuten sind es nicht, weil wir haben jetzt keine 10 Minuten Pause. Für welche Ports macht er das? Für die Top 1000 Ports. Also 1000 verschiedene TCP-Ports und macht nur den Sync-Scan. Top im Sinne von die 1000, also von der Kollegin her sozusagen? Nee, es gibt eine Liste, die häufig benutzten Top, also die 1000 häufigsten. Oh. Heute hat es 14 Sekunden gedauert, gestern hat es nur 13 Sekunden gedauert, also es geht doch relativ zügig. Meinung, wenn ich hier aus dem S&T mache? Das ist echt der Connect-Scan. 20, 40 Sekunden. Was? 40, 30, 40 ja? Sekunden. 2 Minuten? Lassen wir mal laufen. Also, 2 Minuten sind es auch nicht, ich kann es jetzt schon sagen. Weil, ist, also,
Im Normalfall kommt ein gleicher Wert raus. Jetzt haben wir hier eine Differenz von einer Sekunde. Das ist also quasi nichts. Es geht fast genauso schnell. Ist also interessant. Obwohl er mehr Pakete hin und her schicken muss, kriegt er eine ähnliche Zeit hin. Kommen wir zu einem anderen Faktor, der auch wichtig ist. Das können wir für die Taubpost gerne nochmal messen. Aber ich will euch das vielleicht auch einfach mal zeigen. Wenn wir eine IP mit 1000 Ports scannen, schicken wir ungefähr 45 Kilobyte raus und kriegen einfach 40, das ist natürlich abhängig davon, wie viele Ports offen sind, zurück. Klingt total wenig. Bei TCP ist es ein Drittel mehr, sind ja irgendwie zwei, drei Pakete mehr. Wenn ich einen Host mit allen 65.535 Ports scanne, sind das schon fast 3 Megabyte pro IP. Wenn wir jetzt ein 24er-Netz sind, also 254 IPs, Leute, sind wir bei 736 Megabyte. Das muss man wissen, wenn man sich in einem Netzwerk oder im Internet bewegt, wo man limitierte Bandbreite hat. Deswegen immer dran denken, ihr habt auch mit solchen Sachen wirklich Datentransfer. Da gehen wirklich richtig Daten übers Netz. Faktor 65, also wenn ich hier Top-Pots 1000 mache, hier 65 durch, sind so bei 10 Megabyte, 11 vielleicht. Ist also entspannt. Deswegen immer so ein bisschen dran denken, gerade wenn ihr IoT-Sachen scannt, also ihr knallt ihn mal eben 800 Megabyte vor den Kopf, der muss auch, also, okay, nee, ihr knallt ihn hier in dem Fall 3 Megabyte vor den Kopf oder eben im Netz dann deutlich mehr. Das muss man einfach auch mal gehört haben. Diese Werte haben mich übrigens total überrascht. Da war ich selber nicht so, von vorher habe ich nicht so ganz drüber nachgedacht, aber es ist doch eine ganze Menge. Ach, genau. Also wir haben einen Host, wo viele unserer Kollegen gleichzeitig drauf sind und die hatten 16.000er DSL. Ein Mbit Upload, Leute, nicht gut. Da kommt man öfter mal nicht drauf, weil die Leitung einfach voll ist mit allen möglichen Paketen und das SSH dann eben nicht mehr will. Ich gehe jetzt die Option nicht durch. Ich habe euch hier mal was aufgeschrieben, ein paar Sachen, die man so macht. Interessant ist der Unterschied hier. Da wird auch intern in unserer Firma häufig gestritten. Wenn ihr P- eingebt, also minus P-, das geht super schnell von der Hand, scannt ihr alle Ports ab 1 bis 65.535. Das ist okay. Wenn ihr das so angebt, scannt ihr den Port 0 mit. Der ist offiziell erlaubt. Ihr könnt euch einen Webserver auf Port 0 legen. Das könnt ihr machen. Natürlich machen das wenige Leute, aber ich sag mal so, ihr habt es jetzt gehört, ihr könnt es alle mal probieren. Es ist offiziell erlaubt. Ob ihr es denn macht oder nicht, ob jemand euch findet. Hast du schon erlebt? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Ich scanne aber, weil das ist doch schnell gemacht, hier mal die minus 65.535 zu schreiben. Nee, ich habe es noch nicht erlebt. Ich glaube, die Administratoren sind da auch ein bisschen... Also, dass die Ports umgelenkt werden, SSH auf 22.22 oder sowas findest du ja dauernd, aber auf der 0 eben noch nicht. Aber ich scanne die natürlich mit, weil irgendeiner ist mal pfiffig. Ich gehe nachher mal zu... AIDA war das, ne? Und was ist? Auf einmal finde ich da den SSH-Port. Also könntest du mal machen. So, jetzt haben wir genug Tiere. Es tut mir auch leid. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Warum haben wir eigentlich vorhin darüber gesprochen, welche Scanarten so wichtig sind? Ich habe so einen Scan gehabt, der lief irgendwie schlecht und ich habe keine Ergebnisse gekriegt. Die Administratoren waren alle wahnsinnig, haben die Ports wie wild umgelegt. SSH auf irgendwas, 22 ist ja gern beliebt, ist aber viel zu bekannt, also irgendwas ganz Hippes. Mach also ein paar Scans an, geh nach Hause, komm nächsten Tag wieder. Find eine Mail im Postkasten. Die Portscans von T420 gestern Abend gegen, habe ich natürlich auch ausgegraut, haben die Plattform an ihr Limit geführt. Wir bitten dich zukünftig, Pentest, über das Netz bitte mal besser zu organisieren. Ja, also ich habe eine Mecker-Mail gekriegt von den Netzwerkadministratoren, wir sind eine große Firma, über 2000 Leute, da gibt es also auch Leute, die kümmern sich nur um das interne Netzwerk und die haben so ein bisschen mit mir geschimpft. Ich denke mir so, was ist denn da passiert? Ich habe den angerufen, wir haben das cool und nett klären können, man arbeitet da wirklich miteinander und nicht gegeneinander. Aber so richtig klar war mir das noch nicht. Und er sagt, na, du hast unsere Firewall voll gemacht. Du hast die komplette Verbindung leer gemacht. Ja, gut, denke ich mir so. Was habe ich denn eigentlich wirklich getan? Mir fehlt hier eine Folie, warte mal. Schade eigentlich. Jetzt muss ich kurz einmal switchen. Ich habe eine Folie. Verkriegsknaddelt. Da ist sie kaputt. So, die kriegt ihr gleich.
Das muss ich jetzt mal so machen. Ich habe Portscan gemacht gegen zwei 25er Netze. Das sind 128 IPs, also effektiv 126 Hosts. Option SS, also Syncscan, kein Ping, kein Bock, alle Ports, also hier natürlich nur mit Minus, war natürlich nicht so schön. T4, weil es schnell gehen muss, weil ich möchte natürlich Ergebnisse haben. Das sind also 200, 56 minus 4 sind also 252 IPs gewesen, alle Ports. Können wir es mal durchrechnen? Ich habe also mal eben schlappe 16 Millionen Verbindungen aufgemacht in 2 bis 3 Stunden. Das sind, wenn wir das mal pro Minute ausrechnen, eben mal 93.000 SIM-Pakete pro Minute. Die gingen da durchs Netz. Und jetzt gucken wir uns nochmal an auf der anderen Folie. Jetzt müssen wir das mal hier finden. Was das eigentlich heißt. Wir haben hier so eine Firewall, das ist sehr schlecht. Tut mir leid, das sieht hier total super aus. Hier sieht es ganz schlecht aus. Ich lese euch das mal vor. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal die T70-Box raus von WatchGuard. Ihr könnt jede andere Firewall nehmen, es gibt immer irgendwelche Grenzen. Wir haben hier gleichzeitig Verbindung 800.000. Oder Verbindung pro Sekunde 27.000. Pro Sekunde. Da denkst du dir, warum nicht? Schon diese T70-Box hier ist jetzt nicht total unspektakulär, ist eine relativ kleine Box, kostet aber auch schon 2,5 Scheine mit ein bisschen Subscription dazu. Aber wir reden hier schon auch bei diesen mittleren Firewallen über Geld. Firmen haben vielleicht sowas hier in der Größenordnung, ich weiß nicht genau, aber wir reden hier also nicht über total die super Kisten. Ist das viel, was ich so ausgesendet habe? Boah, 16 Millionen Verbindungen, ist bestimmt ans Limit gekommen, aber eigentlich könnte das ja ab, weil ich habe ja bloß 96.000 pro Sekunde, pro Minute, also das nochmal durch 60 sind ja irgendwie nur 2.000, 3.000. Hm. Müssen wir darüber nachdenken, was wir da eigentlich wirklich getan haben. Ich habe einen Sync-Scan gemacht. Das heißt, ich schicke dir das Sync-Paket, du gibst mir das Acknowledge zurück, was machst du dann? Dann wartest du. Das geht durch die Firewall durch, die Firewall will natürlich die ganze Verbindung tracken, das heißt, die Firewall wartet auch. Gucken wir mal ganz kurz hier, das andere ist viel zu klein. Ja, sorry, ich habe kein Beamer, ich habe das vorher nicht, bei mir kann man es so halbwegs lesen. Wir machen mal einfach hier Blue Linux. Achso, hell. Da, Blue Linux. TCP Close Timeout, 10 Sekunden. Close Wait, 60 Sekunden. TCP Established, also Verbindungen, die aufgebaut sind, werden 5 Tage beibehalten. Fin Wait, also ich warte noch 120 Sekunden auf den Fin. Also es scheint irgendwie doch ein bisschen länger zu sein. Cisco hat hier Werte stehen von auch so einem Tag oder anderthalb. Microsoft ist cool, die haben so 2 Stunden. Hm. Man merkt, worauf ich hinaus will. Das ist verdammt lange, wie lange so eine Verbindung offen bleibt und das ist passiert. Lesson learned ist hier ganz klar, ich habe unsere, Gott sei Dank, unsere Firewall zugemacht. Ich habe alle Verbindungen aufgebraucht. Ich habe quasi einen Sync-Flot gemacht, unabsichtlich. Das habe ich mit dem Kollegen auch dann rausgefunden. Wir haben so ein bisschen kommuniziert, haben halt gesprochen, so, was ist jetzt eigentlich genau passiert? Ja, du hast irgendwie Syncs. Und ich denke, ja, Syncs, ach, da war doch was. Deswegen sind Sync-Scans wirklich nicht so toll. Sie sind nicht viel schneller, das haben wir gesehen. In dem Fall sogar schon. Naja, ist egal, die eine Sekunde. Sie sind eben nicht viel schneller, es sind ein bisschen mehr Daten, ja. Aber sie können halt so diese Pools aufbrauchen. TCP-Connections sind dadurch netzwerkfreundlicher, weil wir müssen mal überlegen, ich habe ein Netz im Internet gescannt. Das hätte also so richtig schief gehen können. Wenn unsere Firewall das nicht blockiert hätte, dann wäre irgendwo ein Router dazwischen vielleicht, gut, vielleicht nicht, aber hätte da Schaden machen können. Oder schlimmer noch, der Kunde, der wäre ganz schön sauber gewesen, glaube ich, wenn ich ihn mal eben alles zugemacht hätte. Alle sagen, Sync-Scans sind viel unauffälliger, das stimmt aber nicht wirklich. Sync-Scans sind deshalb unauffälliger, weil die Applikation dahinter das nicht merkt. Die Firewall, IP-Tables oder auch die besseren Firewalls, die merken das immer, dass dann Portscan stattfindet. Und deswegen wird das oder so getrackt. Nur die Applikation dahinter eben nicht. Okay, ihr habt es geschafft. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Praxis, weil ich hatte ja gesagt, ein Portscan kann irgendwie mehr als nur, also der MMAP kann mehr als nur ein Portscan. Hier gibt es so einen kleinen Zusatz. Wir schauen jetzt mal, ob wir das nicht mal ein bisschen hinkriegen. Denn MMAP kann man mit Skripten zusätzliche Aufgaben geben. Das sind Lua-Skripte. Es werden schon ein paar mitgeliefert. Es gibt natürlich viel mehr, auch im Netz. Häufig sind es Discovery-Skripte, wo man also dann
nur zusätzliche Informationen zu dem Port hinkriegt. Zum Beispiel SSH wird halt gefragt, was bist du für einen Port, was ist da für ein Server, SSH, was ich, 4.9 oder OpenSSH oder LibSSH, kennen wir ja jetzt gerade alle. Es sind aber eben auch Skripte dabei, die schon recht destruktiv oder die zumindest Aktionen auslösen. Das gucken wir uns mal an. Dazu kommt jetzt wieder dies zu Trage. Jetzt muss man meine Maus finden. Und die IP von eben. Zehn Sekunden oder so. Also ich spreche jetzt tatsächlich nur einen einzigen Port an, das ist Port 21 der FTP. Der sollte jetzt rauspurzeln. VSFTP 2.3.4. Habe ich letzte Woche gerade gehabt. Mittelgroßer Kunde, Kritis-Kunde, also ja, schon schön. Schauen wir mal, was wir damit anstellen können. Oh. Was kriege ich denn? Das kriege ich nicht kopiert. Nein, dann schreiben wir ein bisschen. Danke. Ja, wenn alle zugucken, ne? Das ist immer geil. Ja, schön. Wieso kann ich eigentlich nicht tappen? Warte mal ganz kurz, Leute. Oh, ist. Ja. Ja. Ja, aber schau ein natürlich. Da, nee, ist Kroll, da ist es. Dafür ist live. Ja, machen wir noch das Kommentarzeichen weg. Also wir haben übrigens oben gesehen, es gab ganz, ganz viele. 590. Was sehen wir? Wir sehen, dass das Ding vulnerable ist und dass er schon mal ein ID abgesetzt hat. Gut, gut. Ja. Und dann sehen wir jetzt. Ich habe gleich das Enter gedrückt. Ich nehme das gleiche Skript, sage aber ein Argument dazu. Sage hier, CMD ist gleich ls-lah. Ich habe also quasi jetzt hier schon eine echte Code-Execution. Ich kann hier natürlich alles Mögliche reinschreiben. Ich kann hier ein Uname reinschreiben, ich kann mir hier eine Bash, also eine Reverse Shell bauen, wie auch immer. Hier oben haben wir es. Ist also schon mal ein ganz klassischer Weg. Diese VSFTP-Server findet man wenig im Internet, aber viel noch in Infrastrukturen tatsächlich, bei Kunden. Zweite Sache.
Genau, also hier, ne, da hat er. Wir können Brute Force mit Nmap, auch das. Versuchen wir es einfach mal. Ich muss mir bloß immer einmal den Befehl jetzt kopieren. Sonst wird das wieder ein ewiges Gesuche. Es ist Hardboot, heißt das Skript, wieder ein paar Argumente dazu, also eine Userliste und eine Passwortliste, Timeout, fertig. Wir kennen das alles mit anderen Tools. Wir können Metasploit nehmen, wir können Crowbar nehmen, wir können Hydra nehmen. THC Hydra ist natürlich deutlich besser als ein Nmap. Nmap ist relativ langsam, aber wenn ich ohnehin den Nmap anschmeiße, kann ich halt, wenn ich Verdacht habe, einfach auch schon mal den mit dazulaufen lassen. Dann kriege ich halt insgesamt ein schönes Ergebnis. Passwörter werden wieder genommen, also recycelt. Und deswegen sollte jetzt nachher hoffentlich hier auch was rauskommen. Und ich war auch bei einem großen Kunden. Ich habe genau ein Passwort und einen Benutzernamen gehabt und habe ihn gegen ein gesamtes Netz laufen lassen. Und schwupps, hatte ich da eine Menge Shells. Er sagt nicht mittendrin Bescheid. Das ist der Nachteil von diesem Skript, dass er nämlich erst jetzt was sagt. Das ist ärgerlich, weil wenn ich eine große Passwortliste nehme, ja Leute, ich musste schnell mal irgendwas finden, was so ein bisschen angreifbar ist, habe ich natürlich ein Metasploitable genommen. Vielleicht kennt ihr das, so eine VM, die man sich runterlädt und dann kann man sie hinschmeißen. Dann hat man ja ganz viele verschiedene Ports, die alle irgendwie angreifbar sind. Wir haben ja also valide Credentials. Gibt wieder natürlich die Möglichkeit hier auch was auszuführen. Ich mache wieder mal ein ls-l auf slash. Müsste dann auch gleich kommen. Mit Freiwilligen sagt er Bescheid, wenn jetzt der SAS-Server überhaupt keine Nutzername, Passwort, Authentifizierung erlaubt. Also weil. Geht das bei SSH? Meines ist es nicht. Du kannst nur Schlüssel benutzen. Genau, aber genau, wenn ich jetzt nur Schlüssel, wenn ich hier, also die. Er würde ja dann. Passwort komplett abgestellt haben und nur Schlüssel brauche, dann kann ich ja da auch so hochgehen, wie ich will. Nee, weil er ja vorher rausspringt. Wenn ich versuche, mich mit einem Benutzernamen und Passwort anzumelden und er akzeptiert nur Schlüssel, dann komme ich doch gar nicht in den Modus, wo ich ein Passwort eingeben kann. Er schmeißt mich doch sofort raus. Ja, dann müsste es ja merken. Dann macht er es. Genau, der merkt das. Dann springt er raus. Ja, sieht ein bisschen anders aus, aber es ist wieder mal die klassische Command Injection. Hier haben wir den Befehl. Also können wir natürlich auch wieder ändern und sonst was. Also wir können damit arbeiten. Es gibt natürlich noch mehr, ich zeige jetzt nur noch mal so Kleinigkeiten. Wo haben wir es? Netzwerk-Shares, das nutze ich wirklich immer. Ich setze das gerne mit rein, gerade wenn ich Sammler-Verdächtigungen habe, wo ich sage, ah, da kommt doch was, so Storage-Netzwerke. Du kriegst ja auch gerne mal so einen Bereich, so da stehen unsere Storages drin. Dann setze ich ein NFS-Skript ein und ein Sammler-Skript. Dass ich gleich einen Überblick habe, sind da Ports oder sind da Shares für mich erreichbar. Könnte ich jetzt ausführen, dann sehen wir ein paar. Mache ich jetzt nicht. Aber NFS müssen wir hier, und das ist überraschend, nur den Port 111 angeben. Und wir sehen das an den SS, gar nicht UDP. Weil nämlich der NFS ja über den RPC dann angesprochen wird. Du hast ein RPC-Info, wo dann steht, ich biete hier NFS an und dann erst wird der Port 2049 benutzt. Deswegen kann ich mir hier diesen Umweg über UDP, was ja so ein bisschen länger dauert, sparen. Meine Maus. Sind wir fast am Ende durch. Wir hatten vorhin so einen ganz wilden, ganz langen Befehl gesehen, gleich am Anfang. Ich will nur mal kurz sagen, wann wir den brauchen. Wenn ich zu einem Kundennetzwerk komme, wir haben den Slash 19 im Netz, das sehen wir hier, das sind also wirklich, wirklich viele IPs, dann fängt man für gewöhnlich an, wirklich nur ganz stumpf, entweder ein TCP oder ein SYNC-Scan zu machen, es kommt darauf an, in welchem Kontext, ob da eine Firewall zwischen ist oder ob man eben direkt das erreichen kann. Hier Topos 3000 und UDP, wirklich nur Topos 100, speichert sich die beiden Sachen weg, macht dann so ein wildes Rumgekreppel nach den offenen Ports
Und dann kriegt man genau diese Liste raus. Und man kann das nämlich so schön angeben, indem man, das PN muss übrigens hier nach vorne, das P kommt hier vor, denn T steht für alle TCP-Ports, mit Komma getrennt, und hier irgendwo taucht ein U auf, hier, das U. Und so kann ich ein ganz tolles Ergebnis produzieren, wo ich sowohl die TCP-Ports als auch die UDP-Ports drin habe. Ich habe im Prinzip nachher ein File, entweder als XML oder als NMAP oder auch als Grabbable NMAP, was ich quasi nehmen kann, wo ich meine ganze Grundlage habe. Deswegen dieser ganz lange Befehl. Das UA gibt die Ausgabe an. Ich mache immer stumpf alles, also NMAP-File, Grabbable NMAP-File und XML. Das ist also OA für all. Kannst auch nur OX machen, dann kriegst du halt nur ein XML oder wie auch immer. Da bin ich aber sehr stumpf. Hier hinten ist noch ganz was Interessantes dran. Ich schreibe mir mal so ein T ran. Warum mache ich das? Wenn so ein Scan abbricht, beim 19NS braucht er trotzdem Stunden, dann kann ich im Prinzip meinen Scan vergessen. Damit ich aber wenigstens irgendwas habe, schreibe ich mir alles, was er ausgibt, auf die Kommandozeile in eine Datei rein. Das macht man mit T. Denn obwohl ich ihm hier sage, er solle speichern, speichert er nur fertige Chunks, also fertige Bereiche, die er gescannt hat. Da kann man schon mal so eine halbe oder eine Dreiviertelstunde komplett verlieren. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn er da irgendwie ganz die allerwichtigsten Ports gefunden hat oder man nachher einfach keine Zeit mehr hat. Deswegen kann man dann schön, während er noch arbeitet, hier immer reingucken und sich anschauen, wie weiter ist. Hier vorne die Optionen, vielleicht gehe ich sie durch. Keine DNS-Auflösung, du kriegst vom Kunden nie DNS. Du kriegst irgendein Netz, hier kannst du dich anbinden, du kriegst gerade so eine IP, das war's, keine Route, nix. Ja. Brauchst du also keinen DNS-Lookup machen. Hier nur, dass er ein bisschen mehr spricht. Die beiden Optionen hatten wir ganz klar. Der P für die Ports, PN, keine Pings. Da ist also nicht viel Magic. Hier das OA, das A, da sage ich, dass er noch gerne mal gucken soll, was ist das für ein Betriebssystem. Das ist die OS-Detection drin. Da macht er so ein paar Skripte, um zu gucken, ist es ein Linux, ist es ein Windows. Die verhalten sich nämlich in den Antwortpaketen ein bisschen anders. Er probiert einige Skripte aus, aber ich nutze hier den Schalter -Skript, Default or Discovery and Save. Jedes Skript von diesen 570 hat einen Flag drin. Entweder ein Discovery oder ein Save Flag. Ich nutze beide. Default sind so die ganz klassischen. Drehs, Root, Zoom, Boost und sowas. Dadurch wird die Datei auch immer relativ groß, die ich hier angebe. Also wirklich nichts Besonderes. Das ist etwas, was man, wenn man viel scannt, schnell mal so runterschreiben sollte. Ja, das war's. Erstmal so von mir. Bisschen Nmap. Und wie gesagt, bis zur Shell. Ein Beispiel noch so, einfach weil ich gerade daran denke. Ich hatte irgend so eine hippe Datenbank, irgend so was, was ich noch nie wirklich so richtig tiefgehend hatte. Ich weiß nicht, war das, vielleicht sage ich es jetzt falsch, ich sage jetzt einfach mal MS-SQL, eigentlich kennt man es, aber unter Kali hast du irgendwie keinen vernünftigen Client für MS-SQL. Ich wusste aber, irgendwas geht da, weil ich hatte Zugangsdaten gefunden. Wer hat mir geholfen? Nmap. Tatsächlich habe ich mir gar nicht irgendwie erst gedacht, ich hole mir jetzt einen Client, kompiliere mir irgendwelchen hippen Kram zusammen, sondern ich habe einfach Nmap genommen. Habe Nmap mit den Skriptargumenten die Zugangsdaten übergeben und habe mir dann da hinten wieder nur so ein kleines Feld gehabt, wo ich mein SQL-Statement reinmachen konnte und ich hatte Zugang zu der Datenbank. Ohne mir jetzt irgendwelchen Kram besorgen zu müssen. Natürlich in einem Netz, wo ich kein Internet hatte. Also ich hätte es wirklich übers Handy, Teasering oder wie auch immer bauen müssen. Also die Skripte sind schon ziemlich cool, ist auch wirklich viel bei. Und deswegen kann ich nur klar sagen, wenn man was hat, ruhig mal reingucken. Gerade wenn man nicht das richtige Tool zur Hand hat. Ja, das ist es von mir aus mal gewesen. Das BND haben wir dann halt doch noch nicht gehackt, wie das irgendwie der Wunsch war. Ja, dann sage ich erstmal Danke. Und wenn was ist, sprechen wir. Also dürfte den ganzen Tag Pentester nicht